Andrea Petkovic hatte die Haare nicht schön, Julia Görges zickte der Rücken, doch unter dem Strich fehlt dem deutschen Fed-Cup-Team beim Playoff gegen Lettland in Riga nur noch ein Punkt zum Klassenerhalt in der Weltgruppe. Germany's Next Topmodel werde ich wohl gerade nicht, aber der Punkt ist da, sagte Petkovic, deren Erleichterung nach dem 7:5, 6:4 im anderthalbstündigen Auftakt-Einzel gegen die frühere French Open-Siegerin Jelena Ostapenko spürbar war. Julia Görges brauchte ein bisschen länger, blieb aber beim 6:4, 4:6, 6:1 gegen Diana Marcinkiewicz in 1:59 ebenfalls unter der 2-Stunden-Marke. Görges hatte bereits am Donnerstag über drei ausgerenkte Wirbel geklagt und nahm nach dem Satzausgleich eine Auszeit, brachte das Match aber dennoch sicher ins Ziel. Sie kann am Samstag 14 Uhr gegen Ostapenko bereits für die Entscheidung zugunsten der deutschen Mannschaft sorgen. Zuvor hatten sich Petkovic und Ostapenko nicht weniger als 14 Breaks, 7 in jedem Satz in der nur zur Hälfte gefüllten Arena geleistet. Ich habe gehofft, dass sie viele Fehler macht, aber dann habe ich die auch gemacht, gab Petkovic selbstkritisch zu. Ostapenko, als Nummer 29 der Welt 42 Plätze besser notiert als ihre Gegnerin, machte mit ihrer kraftvollen Spielweise viel Druck, raubte sich aber selbst durch etliche leichte Fehler den Nerv. Petkovic lässt Ostapenko keine Ruhe, ich wollte unbedingt für mein Team diesen ersten Punkt holen, sagte Petkovic, die bei eigener 5:4 Führung im zweiten Durchgang aus Frust über kurz ihren Schläger warf. Ich habe mir damit ein bisschen Luft verschafft, und dann ging es dann auch besser, sagte die 31-Jährige, danach wusste ich, dass ich es gewinnen kann, das hatte zwischenzeitlich nicht immer so ausgesehen, im ersten Satz lag Petkovic bereits mit 3:5 zurück. Allerdings gab sie zu keiner Zeit ihren Kampfgeist auf die Darmstädterin bis sich in das Match und ließ Ostapenko keine Zeit zum Verschnaufen. Zunächst glich Petkovic zum 5:5 aus, dann brachte sie ihren Aufschlag zum 6:5 durch und schnappte sich mit einem Break zum 7:5 den ersten Durchgang. Im zweiten Satz sah alles nach einer schnellen Angelegenheit aus, Petkovic führte 5:2, verlor dann aber komplett den Faden. Ostapenko, deren zwei Siege für Lettland fest eingeplant waren, kam Punkt für Punkt heran und schaffte es den Anschluss zum 5:4, ehe Petkovic rechtzeitig wieder den Schalter umlegen konnte. Obwohl Sportler ja immer sehr allergisch reagieren, wenn von der Favoritenrolle die Rede ist, müssen wir uns jetzt schon trauen, zu sagen, dass wir in der besseren Position sind, stellte die 31-Jährige nach dem Sieg gegen Ostapenko fest. Petkovic nutzte ihre Chance als zweite Einzelspielerin, die nach der krankheitsbedingten Absage von Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber so kurzfristig und unverhofft gekommen war. Let's block it's why.